Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des River Vlogs. Ich bin in meiner altbekannten Stelle direkt im Holz. Ich habe mein ganzes Zeug für die Nacht schon hier platziert, werde jetzt aber erst nochmal losziehen. Nur mit einem Rucksack, Kamerazeug und einem Stuhl und werde aktiv am Fluss ein bisschen mit Brot und Dosenmais probieren, noch den Karpfen zu fangen. Tagsüber und werde dann erst in der Nacht hier fischen. Bevor ich jetzt losziehe, werfe ich hier nochmal ein bisschen Futter rein, dass die Fische schon ein bisschen auf den Platz kommen. Und dann schaue ich mal, ob ich aktiv noch einen erwischen kann. So, eine halbe Dose Dosenmais sollte zu Beginn erstmal ausreichen, um ein paar Fische auf den Platz zu ziehen. So, ich bereite jetzt erstmal hier noch schnell meine Ruten vor. Die Selbsttagmontagen lasse ich auf beiden Ruten drauf. Ich binde aber kurz zwei andere Vorfächer. Und zwar aus einem 0,35er Fluorcarbon, schön lang. So, die beiden Rigs sind gebunden. Ich habe jetzt einfach aus Fluorcarbon und einem Einzelhaken, einem Vierer Einzelhaken, direkt an die Hauptschnur was dran geknotet. Aber auf beiden Routen noch eine Selbsttagmontage. Und als Köder biete ich dann einfach entweder Dosenmais oder Brot an. Toastbrot, das ich dann rumknete und das dann so frei in der Strömung baumelt. Das funktioniert beim Fiedern verdammt gut. Ich will jetzt aber mit zwei Routen fischen, deswegen fische ich beide Selbsttagmontagen, weil man beim Fiedern ja immer direkt anhauen muss. Und jetzt probiere ich einfach mal aus, ob das funktioniert. Ich habe jetzt beide Routen platziert, jeweils mit Brot als Köder. Muss die jetzt alle 10 bis 15 Minuten kontrollieren, weil das Brot dann abfällt. Beim Fiedern funktioniert es verdammt gut, vor allem jetzt im Winter, da fängt man auch ab und zu ganz gute Döbel. Jetzt probiere ich das beides, aber mal mit Selbsttagmontage. Man fischt halt eben ein sehr langes Rig. Ich weiß nicht, wie oft die Fische das einblasen, ohne dass sie sich haken. Einsaugen, ohne dass sie sich haken, aber ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Zwei Ruten liegen, einmal hier direkt im Rundstrom und dann nochmal 15 Meter weiter unten im Rundstrom. Bissanzeiger sind an, kann nichts mehr schief gehen, jetzt muss es nur noch beißen. Ich hatte gerade den ersten Biss. Hängt aber leider im Holz fest. Das ging schnell. Aber ich glaube, ich habe mich gerade voll in Hundescheiße gekniet. Egal. Hammer. Yes!
Buben, da ist der erste. So, das ging definitiv schneller als ich dachte. Die Route war jetzt vielleicht 3 Minuten gelegen. Kam schon der Biss. Hat voll gut funktioniert. Fisch hat sich selbst gehakt. Und da ist der erste Flussspiegler. So geil. Es funktioniert. Hammer. Richtig nice. Schon geht's in die nächste Runde. Hier ist der Hundehaufen, wo ich mich gerade reingekniet habe. Das war auf jeden Fall eklig. Aber egal. Ein Toast. Es duftet hier. Wichtig beim Rankneten ist, dass man hier wirklich alles an Luft aus dem Brot drückt, was nur geht, weil sonst saugt das Brot zu schnell Wasser an und wird zu schnell weich und fällt natürlich dementsprechend auch schnell ab. Mit ein bisschen viel Druck hier läuft das dann auch schon. Ich lasse die Hakenspitze hier ganz leicht rausschauen. Ist aber eigentlich auch egal, man kann die auch komplett mit reinkneten. Aber ich lasse sie lieber mal ein bisschen rausschauen. Jetzt ist wichtig, den Fisch vom Holz wegzuhalten. Hier ist ein Riesenbaum, hier ist ein Baum. Ich angle natürlich genau drunter. Oh, der hat Power. Ah, der ist schon ein bisschen besser. Oh, was? Oh. Oh, das geht so ab mit diesen kurzen Ruten. Hammer. Yes, da ist er. So, nach kurzer Zeit hier schon der zweite Fisch, ein bisschen größer wie der erste. Wieder voll im Holz gebissen, man darf ihm keinen Zentimeter Schnur geben, sonst ist er weg. Aber hat wieder perfekt funktioniert, Hammer. Geile Methode. Hier ist es relativ flach, aber wenn hier was vorbeikommt, dann wahrscheinlich eher eine Barbe oder ein Döbel. Aber da habe ich auch nichts dagegen. Also hier an der zweiten Stelle tut sich auf jeden Fall nicht so viel wie an der ersten. Ich hatte jetzt einen Fehlbiss, das war wahrscheinlich ein Döbel. Aber die Karpfen sind ja auf jeden Fall nicht am Platz. Deswegen drehe ich jetzt wieder raus und werde jetzt zurück an die Stelle gehen, wo ich über Nacht fischen werde. Weil die Sonne geht da hinten schon unter und das ist noch ein ganz schönes Stück wieder zurück. Und dann baue ich da erstmal alles auf und schaue, was die Nacht so bringt.
Fluss ist vorbei, die komplette Nacht blieb ruhig, jetzt heute Morgen um 10, also wirklich wo die Sonne schon am Himmel stand, lief der Kleine hier ab. Wieder auf Dosenmais, es funktioniert gerade richtig gut. Und ich werde jetzt zusammenpacken, nochmal kurz stalken gehen und dann fahre ich auch nach Hause. Waren jetzt eine gute Stunde gelegen. Gestern kam der Biss schon nach den ersten 5 Minuten und der zweite Biss nach, keine Ahnung, 10 Minuten. Deswegen scheinen anscheinend keine Fische mehr da zu sein. Deswegen packe ich jetzt zusammen, fahre nach Hause. Vielleicht sehen wir uns am Wochenende. Dieses Wochenende ist die Messe in Paarnglien in Berlin. Die Carp & Cat Expo, da bin ich am Capzilla-Stand vertreten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Wenn wir uns dort nicht sehen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und wie immer, abonnieren nicht vergessen.